Die Fülle fantastischer Erscheinungen, die den Rachegesang begleitet haben, zwingt Pamina in den Zauberbann der Mutter. Wie im Traum folgt sie den Weisungen der hassentflammten Königin, bis das Antlitz der Beschwörerin in die Nacht entschwindet. Allein gelassen sieht Pamina durch die Öffnung des Tempelturms in Sarastros Gemach. Die Augen geschlossen ruht der königliche Weise. Der Dolch blitzt in Paminas Hand. Eine magische Gewalt treibt sie dem Schlafenden entgegen. Sie will schreien, sie kann nicht. Ein Lächeln gleitet über Sarastros Gesicht. Dann öffnet er die Augen. Zwei dunkle Sterne spiegeln sich in Paminas starrem Blick. Ein klirrendes Geräusch, der Dolch ist gefallen. Der Weise richtet sich langsam auf, hebt den Dolch vom Boden und reicht ihn Pamina, die wie im Traum befangen steht.